Servus Clubfans aus dem Trainingslager in Belek. Ja, eigentlich war der Plan anderer. Eigentlich sollte ich gar nicht mit ins Trainingslager fahren und da kam dann unser Partner Ring Central ins Spiel, denn die hätten uns dann eine Videokonferenz zur Verfügung gestellt und wir hätten von Nürnberg aus mit Fabi Nürnberger und Taylan Duman ein Interview führen können nach Belek in die Türkei. Das hat jetzt alles eben nicht geklappt. Das war ein anderer Plan. Jetzt machen wir es aber von Belek natürlich trotzdem aus, auch per Videokonferenz. Denn Ring Central bietet uns einige Möglichkeiten, wie wir in Kontakt bleiben können, auch wenn die Jungs eben mal nicht in Nürnberg vor Ort sind. Und ja, das hat natürlich einige Vorteile von uns so darüber und natürlich aber vor allem über die sportliche Situation beim Club. Darüber sprechen wir jetzt mit Taylan Duman und Fabian Nürnberger. Freuen wir uns sehr. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Fabi und Tai. Zuerst mal, wir sind jetzt zwar im selben Trainingslager, aber gab ja auch gerade in der Corona-Zeit oftmals die Situation, dass man sich eben nicht sehen konnte. Wie war das bei euch eigentlich? Habt ihr dann mit Videokonferenzen gearbeitet damals? Ja, genau. Vor allem würde ich sagen, in der Anfangszeit war es halt so, dass wir viele Utensilien, sage ich mal, vom Gelände dann nach Hause bekommen haben. Und ja, dann gab es in der WhatsApp-Gruppe meistens Zeiten, die man dann hatte. Und dann hat man sich zu so einem Videocall, zu einer Videokonferenz mit allen Spielern und dem Athletiktrainer oder den Trainern getroffen. Und ja, dann begann das Workout und so hat sich das vor allem in der Anfangsphase der Corona-Zeit oft wiederholt. Nutzt ihr die Möglichkeiten eigentlich auch privat, dass ihr mal mit eurer Familie oder so, kommt ja beide jetzt nicht aus Nürnberg, über Videokonferenzen telefoniert? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind beide weit weg von zu Hause und es ist besser, als immer über Nachrichten zu kommunizieren, wenn man auch mal seine Familie zu Gesicht, also face to face sieht. Und ja, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und ja, fühlt sich einfach auch gut an, mal immer wieder ja, heimische Gesichter zu sehen, würde ich sagen. Absolut, ja. Und heimische Gesichter sehen wir ja quasi auch hier jetzt. Die ganze Zeit über sind ja Gott sei Dank wieder zusammen und müssen das Trainingslager nicht über irgendwelche Videokonferenzen miteinander kommunizieren. Freuen wir uns sehr drüber. Wie ist es denn in Belek bisher? Was ist so euer Fazit gerade zu den Bedingungen, Hotel, ja, Trainingsplätze und so weiter? Wetter spielt ja bisher noch nicht so mit. Ich würde sagen, eigentlich gute Bedingungen. Es wird sich gut um uns gekümmert. Wir haben immer Busse, die parat stehen, die uns zum Trainingsplatz fahren. Das Einzige, was man vielleicht aussetzen könnte, ist das Wetter. Das spielt nicht ganz so mit. Das ist, haben wir uns, glaube ich, alle ein bisschen besser vorgestellt. Aber ja, es ist viel Regen. Geblitzt hat es auch schon, aber daran kann man leider nichts ändern. Dafür laufen aber die Testspiele gut. Das erste Testspiel gewonnen gegen Schalke 04, 1:0. Das zweite Trainingsspiel gegen den rumänischen Erstligisten Universitatea Cluj auch gewonnen mit 2:1. Fabi, du warst bei beiden Spielen dabei. Was war so dein Eindruck? Ja, ich glaube, in beiden Spielen haben wir eine kurze Phase gebraucht, um uns, sag ich mal, ins Spiel reinzufinden. Im zweiten Spiel würde ich sagen, ein bisschen länger. Beide Spiele aber gewonnen. Und ich würde sagen, mit der Zeit wurde es immer besser. Gegen Schalke würde ich sagen, nach 10 Minuten schon ein solides Spiel gemacht, ein gutes Spiel gemacht. Gegen Cluj würde ich sagen, zweite Halbzeit sehr, sehr solide, das Spiel gedreht. Muss man auch erstmal schaffen. Und ja, Bedingungen, die wir hatten, würde ich sagen, waren gut. Trotz dem Regen waren die Plätze, glaube ich, gut bespielbar. Vor allem das zweite Spiel. Das erste Spiel war, glaube ich, gutes Wetter oder ordentliches Wetter und guter Platz. Deswegen würde ich sagen, gut gespielt und gute Bedingungen. Tai, du trainierst ja hauptsächlich individuell aktuell mit Tim Handwerker zusammen. Um was geht es da eigentlich bei euren Trainingseinheiten so? Ich höre euch oft reden. Ich glaube, ihr kennt euch jetzt sehr, sehr gut, oder? Tim und ich, ja klar, kennen wir uns gut. Wir mögen uns auch und es ist relativ cool, zusammen zu trainieren. Dennoch ist es sehr hart. Es geht darum, dass der Einstieg ins Mannschaftstraining ja, nicht so wild ist oder nicht so schwierig sein wird. Wir arbeiten konditionell viel und auch für unsere jeweiligen Verletzungen. Er fürs Knie und ich fürs Kreuzband und ich für mein Sprunggelenk. Ja, und es gilt einfach, dass ich die Bewegungen, die im Fußball eben wichtig sind nach so einer Zeit, einfach, ja, dass ich die wieder reinkriege und dass mein Fuß sich wieder daran gewöhnt. Und ja, dafür sind wir jetzt hier. Die Woche trainieren wir noch individuell und ich hoffe, dass das dann nächste Woche bei mir geht es, glaube ich, ein bisschen schneller, dass ich dann nächste Woche ja, Teile wieder im Mannschaftstraining mitmachen kann.
Wie wichtig ist es aber auch für dich, jetzt eben hier dabei zu sein im Trainingslager und nicht in Nürnberg irgendwie alleine oder so zu trainieren? Ja, sehr wichtig, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt knapp 3 Monate raus. Ich war 2 Monate in der Reha durchgehend. Ich hatte die Jungs nicht um mich herum, das Mannschaftsgefühl einfach und auch meine Freunde hier, die ich gefunden habe, nicht um mich herum. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um irgendwann Erfolg zu haben, um Leistung zu bringen zusammen auf dem Platz. Und ich fühle mich einfach wohl hier und ich schätze das einfach. Deswegen bin ich echt sehr oft hier gut gelaunt, weil ich einfach das Gegenteil 2 Monate erlebt habe. Und die Reha ist immer ein bisschen schwierig und da ist man immer für sich alleine und in sich gekehrt und hat viel Zeit zum Nachdenken. Deswegen ist es echt, ist schön hier zu sein und auch mit den Jungs hier zu sein und viel Zeit zu verbringen, auf und außerhalb des Platzes. Fabi, was ist so dein Eindruck vom Training bislang? Sind schon intensive Einheiten? Ihr trainiert auch oft? Ja, genau, wir trainieren oft, auch intensiv. Ich würde sagen, vor allem die Phase am Anfang des Trainingslagers und die Phase, würde ich sagen, vorm Trainingslager war vor allem extrem läuferisch. Mittlerweile gehen wir ein bisschen, sage ich mal, in die Endphase zu. Es sind jetzt nicht mehr ganz so viele Wochen bis zum Saisonstart und da wird natürlich auch viel taktisch gearbeitet und viel am Ball jetzt. Davor waren es auch ordentlich läuferische Arbeiten, aber ich würde sagen, wir arbeiten auf jeden Fall hart und jeder ist höchst motiviert. Trainingslager ist aber auch immer so ein bisschen dafür da, das Team zusammenzuschweißen, dass man da irgendwie viel Zeit verbringt. Wie verbringt ihr so eure Freizeit mit den anderen Jungs? Bis nachmittags haben wir, glaube ich, nicht so viel Freizeit. Wir legen uns in der Mittagspause eigentlich immer eine Runde schlafen. Ich glaube, es ist eben extrem anstrengend und man braucht auch seine Kraft und muss auf seinen Körper hören. Und ich glaube, da geht es hier jedem relativ ähnlich. Abends nach dem Abendessen spielen wir mit einem großen Teil der Mannschaft immer Spiele und unterhalten uns so. Und macht bis jetzt sehr viel Spaß und haben auch eine Menge Spaß, um ehrlich zu sein. Was ist so der Eindruck von den Neuzugängen und von den jungen Spielern? Sind ja viele neue Gesichter dabei, im Gegensatz auch zum Sommertrainingslager? Ja, es sind sehr viele junge Gesichter dabei und ein paar Neuzugänge. Ich würde sagen, jeder hat sich gut eingefügt. Die Jungs wurden, würde ich sagen, alle gut aufgenommen. Ich glaube, wir haben allgemein eine Mannschaft, in der man sich sehr einfach wohlfühlen kann. Und eine Mannschaft, die es auch jedem relativ einfach macht, sich einzufügen. Deswegen würde ich sagen, alle gut integriert und geben alle Gas und soweit, würde ich sagen, nur positive Eindrücke. Im Zimmerduell bzw. Familienduell wurdet ihr als Team Cool betitelt und auch im Insta-Live mit Tim Handwerker, als ich gefragt habe, was so das chaotischste Zimmer ist hier im Trainingslager beim Club, hat er auch euch genannt. Was macht euch eigentlich zu Team Cool und zu Team Chaotisch? Zu Team Chaotisch weiß ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, also chaotisch würde ich uns ehrlicherweise nicht nennen. Team Cool, ja, ist ja immer Auslegungssache. Ich glaube, bei dem Spiel wollte der Herr Valentini auch ein bisschen witzig sein, aber ich weiß nicht, ob wir uns beide schon so ziemlich cool finden, so, aber ich glaube einfach, dass wir mit vielen hier gut klarkommen und auch, so ein bisschen Spaß hier mit reinbringen und alles nicht immer so ganz so ernst nehmen, auch wenn es hier eine ernste Phase ist. Aber ich glaube, dafür sind wir auch da und wir haben jetzt auch schon ein paar Jahre Profifußball hinter uns. Und deswegen haben schon einige Sachen gesehen und deswegen glaube ich einfach, dass man unterschiedlichen Leuten hier einfach helfen kann. Und wir sind gerade, oder ich bin auch jetzt hier in so einem Alter, dass ich zwischen Jung und Alt ein bisschen pendel und ich glaube, dass man dadurch vielleicht so genannt werden kann, aber selber so bezeichnen würde ich jetzt nicht so. Okay, wir haben vorhin über die Neuzugänge kurz gesprochen. Einer davon war ja Janis Horn, der ist schon wieder abgereist. Der musste ja operiert werden, hat sich verletzt leider. Ganz, ganz bittere Sache. Irgendwie liegt so ein bisschen der Fluch auf dieser Linksverteidigerposition. Gab jetzt viele Verletzungen. Fabi, wie hast du es gesehen? Wie hast du dich auch mit ihm verstanden? Was für einen Eindruck hat er gemacht? Und wie siehst du die Verletzungsmisere auf dieser Position? Ich würde sagen, er hat sich sehr, sehr schnell eingefügt, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall jemand, der sehr gute Laune hatte, der direkt, sage ich mal, in viele Gespräche sich mit eingebunden hat, bei dem man nicht lange gebraucht hat, um sich mit dem gut zu verstehen. Vom ersten Training ab hatte ich ja ein bisschen mit ihm, sage ich mal, auf der linken Seite zu tun, habe mich da schon mit ihm unterhalten und ich würde sagen, auf jeden Fall sehr, sehr netter Junge, sehr korrekter Typ. Deswegen
Ja, eigentlich kann ich da auch nur was Positives über ihn sagen. Ja, war für mich, würde ich sagen, auch so eine kleine Chance, wieder ins Zentrum zu rücken. Deswegen für ihn natürlich am bittersten. Ich glaube, er hat sich sehr viel vorgenommen. Und da jetzt nach 2-3 Tagen sich direkt zu verletzen, ist extrem, extrem bitter und tut uns allen sehr leid für ihn. Und wir hoffen natürlich, dass er schnell wieder zurückkommt. Aber Linksverteidiger, wie du gesagt hast, ist irgendwie ein Fluch drauf. Ich hoffe, dass ich davon verschont bleibe. Und ich hoffe, alle, die sag ich mal, da betroffen sind, dass sie schnell wieder zurückkommen. Absolut. Ja, ein Test steht ja noch an für uns. Da haben wir das Ergebnis natürlich noch nicht. Dann geht es auch noch mal zum Testspiel gegen Prag. Und dann beginnt aber auch bald die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Wie viel Bock habt ihr in der Mannschaft? Hat das Team auf den Rückrundenstart und einfach darauf, so eine richtig gute Rückrunde zu spielen? Ja, ich glaube, dass wir alle riesige Lust haben. Das merkt man. Am Ende müssen natürlich die Ergebnisse stimmen, aber ich glaube, als erstes muss auf jeden Fall so die Leidenschaft und sowas da sein. Und das ist bei uns da oder das ist vorhanden. Wir haben einiges wieder gut zu machen, beziehungsweise wollen auf jeden Fall besser spielen als in der Hinrunde. Und dafür arbeiten wir hart, ich glaube, oder haben schon sehr hart hier gearbeitet. Vorher auch. Wie Fabi schon gesagt hat, läuferisch ist eben extrem viel dazugekommen. Und ja, ich glaube, dass man einfach körperlich jetzt extrem fit ist. Und jetzt gilt es, alles auf den Platz zu bringen und dann als Mannschaft zusammenzuwachsen und dann die nötigen Punkte zu holen, auf jeden Fall. Okay. Dann danke euch dafür. Wir freuen uns schon auf den Rückrundenauftakt im Heimspiel gegen St. Pauli. Wir wünschen euch noch ein gutes, verletzungsfreies Trainingslager und uns natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.